Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kreativkanal «Meine Stempel und ich». Ich bin die Bianca und heute habe ich eine Anleitung für ein vierblättriges Kleeblattl für dich. Ideal als Neujahrsgeschenk, aber auch mal für jemanden, der ein bisschen Glück gebrauchen kann. Wenn das was für dich ist, dann bleib dran. Ja, ein bisschen Glück kann man ja immer brauchen und das vierblättrige Kleeblattl ist ja das Glückssymbol schlechthin. Und so habe ich mir da jetzt noch mal eine Anleitung überlegt. Man braucht überhaupt nicht viel Material und so gern aus einem DIN A4 Farbkarton gleich vier Kleeblätter raus. Du schneidest zuerst den Farbkarton in der Länge bei 9,4 cm runter und schneidest dann zwei kurze Streifen mit je 2,9 cm runter. Danach trennen wir das Ganze noch mehr auf die lange Seite oder mehr links an der kurzen Seite an, wenn man so will. Und falzen das bei 2,4 cm, bei 5,4 cm und bei 8,4 cm. So kriegst du jetzt aus dem straffen Farbkarton alle Teile für zwei fertige Kleeblätter. Bevor wir jetzt die einzelnen Teile überschneiden, braucht man noch doppelseitiges Klebeband. Das geben wir ins einmal auf die 1 cm Klebelasche drauf und einmal dann noch vor der zweiten Falzlinie. Da über die ganze Länge aufkleben. Ah ja, und vor dem Zuschneiden werden wir uns natürlich auch alle Falzlinien noch einmal nachziehen, so müssen wir das danach nicht bei allen einzelnen Teilen noch einmal tun. Genau, wenn wir das haben, dann legen wir uns jetzt den Farbkarton in der Länge noch ein und schneiden alles Teile mit 2,9 cm hoch. Das letzte Teil, das achte, ist ein bisschen kniffelig, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegst du das sicher auch hin. Der einzige Verschnitt bei den Kleeblättern ist eben der letzte halbe Zentimeter. Ich möchte auf das Kleeblattl noch viel Glück drauf stempeln und so schneide ich mir da jetzt auch da noch gleich zwei Streifen Farbkarton in Grundweiß runter. Und ich brauche jetzt da die Größe mit 9,4 cm mal 1,8. Das variiert natürlich je nachdem, was für einen Spruch du dann da drauf stempeln möchtest. Mit dem Spruch fange ich jetzt da gleich an, vor dass wir das Kleeblatt zusammenstellen. Und ich stempel jetzt einfach viel Glück drauf und ich verwende das Stempelset Naturgedanken und stempeln tue ich in der gleichen Farbe wie das Kleeblatt ist, nämlich in grüner Apfel. Den Spruch klebe ich mir jetzt gleich auf den Stiel von dem Kleeblatt auf. Das sind die zwei Strafen, die wir anfangs gleich übergeschnitten haben. Und ich habe jetzt einfach eben den Farbkarton in Grundweiß in der gleichen Länge gewählt. Und den Spruch habe ich jetzt eher auf der rechten Seite hin gestempelt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und du wirst das gleich sehen, wenn wir das Kleeblatt dann zusammenbauen. Man braucht links ein bisschen Platz, damit das Blattl dann den Spruch nicht verdeckt. Und auf der rechten Seite habe ich nachher da noch ein bisschen freilassen, damit ich das noch anschreien kann. Ja, und dann geht es auch schon ans Kleben. Zuerst lösen wir die Schutzfolie von der 1 cm
Klebelasche und kleben vier einzelne Dreiecke zusammen. Und weil die ja später ein Küsschen haben sollten, und das ist ja ziemlich eine schwere Praline, muss man bitte den Klebestreifen nur mal ganz gut mit dem Falzbein nachdrucken, sodass das dann auch richtig gut klebt und richtig gut hebt. Alle Materialien, die ich für das Video verwendet habe, findest du natürlich wieder verlinkt in meinem Blogartikel. Den findest du unter dem Video in der Videobeschreibung und ich blende das jetzt rechts oben auch nochmal ein. Ja, und wenn du das hast, dann richten wir uns jetzt die vier Teile so her, dass die Klebelasche, die was noch übrig ist, immer nach rechts ausgerichtet ist. Also die ist dann in der Mitte und schaut nach rechts. Und dann kleben wir uns die einzelnen Teile in der Mitte zusammen. Beim letzten Teil können wir jetzt die Schutzfolie auch gleich runter tun. Da wird jetzt der Stiel noch verklebt. Und auf den Stiel gehen wir dann jetzt auf die Rückseite auch noch ein doppelseitiges Klebeband drauf. Ja, und so klemmen wir uns jetzt den Stiel noch rein und schließen das Kleeblatt zu. Alles natürlich noch ganz gut nachdrucken und nachstreifen, so gut wie es geht, damit es nachher da gut hält. Ich schräge mir jetzt den Stiel noch ein bisschen an und dann streife ich noch mein Falzbein ein bisschen drüber und mache mir einen kleinen Bug rein, damit das Ganze nicht so gerade und langweilig wirkt. Ja, und ob du alles richtig hast, siehst du, wenn das Küsschen passt. Na, Spaß beiseite. Die Küsschen kann man jetzt dazu in das Kleeblattl, dass der Boden von den Küsschen nach außen schaut. So ist das vorgegeben. Und ich habe die jetzt so berechnet, dass die jetzt im Normalfall auch nicht mehr rausfliegen dürfen. Ja, wenn dir meine Anleitung gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar. Nur freut es mich natürlich, wenn die Anleitungen auch nachbastelt werden und die dir mal ein Foto sehe. Wenn du Fragen zu meinen Anleitungen hast oder Produkte bei mir bestellen möchtest, nachher melde dich bei mir. Alle meine Kontaktdaten siehst du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba!